Hallo zusammen und willkommen zurück bei Valheim. Ja, im Hintergrund seht ihr die bescheidenen Anfänge von unserem Wikingerdorf. Da drüben haben wir die Taverne und daneben den Marktplatz, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Heute machen wir mit dem Dorf weiter. Allerdings ist das Gebäude diesmal ein bisschen weiter weg vom Dorf, da es mehr so ein Produktionsgebäude sein wird. Und dafür habe ich mir hier diese Stelle ausgesucht. Hab schon ein bisschen hier mit dem Terraforming angefangen und so weiter. Und wie ihr seht, sieht das Ganze doch ein bisschen komisch aus. Aber ich habe echt schon eine Idee und habe ja eine ungefähre Vorstellung, oder was heißt eine ungefähre, eine ziemlich genaue Vorstellung, was ich hier hinbauen möchte. Und ihr werdet später auch sehen, warum ich hier so Kanten reingehauen habe in den Stein. Hier drüben kommt auf jeden Fall das Gebäude hin. Hier drüben probiere ich einen kleinen Kran aufzubauen und in den Berg kommen noch weitere Abbaustellen. Also im Großen und Ganzen wollen wir hier heute den Steinmetz und einen Steinbruch hinbauen. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Okay, das Hauptgebäude ist fertig. Auf jeden Fall das Grundgerüst davon. Es ist jetzt keine Meisterleistung, was die Architektur angeht und so weiter. Das muss es aber auch nicht sein, da das hier wirklich ein reines Arbeitsgebäude ist. Hier soll keiner drin wohnen. Der Steinmetz und die Angestellten, die hier arbeiten, die wohnen alle unten im Dorf und haben da ihr eigenes Haus. Und deswegen, auf jeden Fall tun wir so, als wäre das so. Und deswegen haben wir hier drüben einfach nur die Lagerhalle. Hier werden die hohen Steine gelagert und die Materialien, die wir hier aus dem Steinbruch holen. Dann können wir hier reingehen. Hier drüben wird der Arbeitsbereich mit den ganzen Arbeitsgeräten und so weiter. Oh, ich glaube, speichert gerade. Und hier drüben ist dann so ein kleiner Pausenbereich. Und der Eingang, wenn man morgens zur Arbeit kommt oder irgendwas.
Naja, auf jeden Fall werden wir das Ganze noch verzieren, ein bisschen ausschmücken und so weiter, damit das ein bisschen lebendiger wird. Und aber bevor wir das machen, bauen wir jetzt erstmal hier drüben den Kran. Okay, der Kran steht soweit. Auf jeden Fall das Grundgerüst. Wie ihr seht, ist das alles ein bisschen größer geworden. Hier kommen noch Verzierungen rein. Hier hänge ich noch was drunter und das mache ich mit dem Dings hier. Wie immer mit dieser Flamme. Warte mal, wo baut man das? Hier die Möbel. Das hier. Das hänge ich da unten drunter. Und da könnt ihr dann, pass auf, mit diesen Platten, die könnt ihr dann hier oben drauflegen und drumrum halt so eine Plattform bauen. So, das machen wir aber später. Das kommt bei den Verzierungen dann mit dazu. Das hier reißen wir mal ab, bevor ich mich hier komplett abbrenne. Das kann ich euch dann auch gerne nochmal zeigen, wie man das genau macht. Aber der Kran steht soweit. Das Ganze wird noch mit Details verschönert, genauso wie das Haus. Und jetzt kümmern wir uns hier erstmal ein bisschen um den Steinbruch. Bauen hier so ein paar Sachen rein, die ich geplant hatte und dann sehen wir weiter. Der Steinbruch ist soweit jetzt auch fertig. Wie ihr seht, ich habe hier überall so ein paar Leitern reingemacht. Das hier sollen die Arbeitsflächen sein. Das wird natürlich auch noch ein bisschen verziert. Hier wird sich weiter in den Berg gegraben, um die Steine rauszuholen. Hier kommt dann halt auch der Kran ins Spiel. Der kann dann rumschwenken. Hier die Steine aufladen, wieder rumschwenken und unten beim Steinmetz abladen. Hier oben wird es halt ein bisschen schwieriger noch dran zu kommen. Da muss man das mit dem Karren runterschaffen oder wie auch immer. Aber soweit steht jetzt alles. Ich würde sagen, ich fange an, das Ganze jetzt noch ein bisschen zu dekorieren, dem Ganzen nochmal Leben einzuhauchen, damit es auch wirklich wie ein Steinbruch aussieht und wie eine Baustelle, wo gearbeitet wird. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal zusammen an. Thank you.
Und wir sind fertig. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also hier habe ich jetzt so einen kleinen Weg lang gebaut mit so einem, ja, mit so einem Geländer, oben Steinmetz. Der Steinmetz hat von mir das schwarze Banner bekommen. Hier ist wie immer ein Wegweiser, wo es weitergeht. Aber wir sind ja doch recht weit vom... recht weit weg vom Dorf, wollte ich sagen. Aber das ändert sich noch. Okay, dann laufen wir mal hier den Weg runter. Hier drüben haben wir das Hauptgebäude. Da ist unser Kran. Wenn wir hier reingucken, sehen wir schon mal den Pauseraum. Aber wir gehen erstmal weiter. Hier drüben lagern schon mal zum Teil Rohmaterialien und ein paar fertige Materialien. Hier, das sind auch Rohmaterialien, also einfach Steine und ein paar, die schon bearbeitet sind. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal den Kran an, würde ich sagen. Hier unten ist natürlich das ganze Werkzeug. Das Ganze dient so als, ja, wie gesagt, Kran und so ein bisschen als Lagerhalle. Da ist nicht wirklich was drin. Hier habe ich wieder jede Menge Schilder angebracht, damit es so aussieht, als wäre das so ein Mechanismus. Oh. Ihr habt es nicht gesehen. Nichts ist passiert. Gehen wir mal hoch. Genau. Also hier geht's weiter. Siehst du, hier kannst du auch nochmal den Kran steuern und so weiter. Und von hier hat man halt auch schon einen schönen Ausblick auf den Steinbruch da drüben. Das Haus habe ich ehrlich gesagt relativ simpel gehalten. Hier drüben ist das Lager. Hier findet ihr halt die ganzen fertigen Produkte. Hier diese Steinbögen, die fertigen Steinblöcke, hier die Steinböden, hier ein paar Säulen. Und wenn wir jetzt hier reingehen, geht dazu, seht ihr hier auch schon mal ein paar fertige Produkte. Und hier haben wir dann halt die Werkstatt. Eine Werkbank, jede Menge Werkzeug. Hier oben sind fertige Produkte, natürlich Steinaxt. Die Hacke wird ja auch aus Stein gemacht. Der Schmied kann hier oben seine Ausrüstung anbringen. Und ja, hier drüben ist dann die Küche. Hier können sich die Mitarbeiter ein bisschen ausruhen, was essen und was kochen. Okay, kommen wir hier raus. Ja, perfekt. So. Und hier geht's dann hoch. Wie ihr seht, hier gibt's Stein, Eisen, Kupfer und Zinn. Habe ich hier auch hingelegt. Ich habe die Arbeitsflächen hier so ein bisschen ausgebaut, ausgeschmückt. Hier und da mal wieder so eine Spitzhacke und so ein Bucket, also so ein Eimer hingelegt. Und wenn wir weiter hochgehen, haben wir hier an dem Stück Berg ein bisschen Obsidian. Hier ist natürlich schon der Wagen, den man nur mit dem Kran hier hochkriegt natürlich. Aber dafür ist er ja da. Und wenn wir hier hochgehen, haben wir sogar Kupfer und Eisen gefunden. Und, oh, ich komme hier nicht hoch. Und halt immer wieder diese Diamanten. Das sind übrigens Steingolem-Trophäen. Aber die glitzern so schön und ich finde, das sieht ganz cool aus. So, und jetzt sind wir auch schon oben angekommen. Das ist also der Steinmetz mit Steinbruch. Und ich bin am Überlegen, was ich als nächstes bauen soll. So sicher bin ich mir noch nicht. Aber wenn euch diese Folge und das Bild gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und einen Kommentar da. Wenn ihr mehr sehen wollt und vor allem wissen wollt, wie es mit dem Wikingerdorf weitergeht, dann abonniert den Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.